So, wir sind schon fast durch, aber es kommt noch eine junge Dame zu uns, die die akademische Jury sehr beeindruckt hat. Wir werden auch gleich sehen, warum. Aber es lag auch an ihrer fröhlichen Art, mit der sie uns alle hier von sich sofort überzeugt hat. Bitte schön, hier ist der Film zu unserer nächsten Interpretin. Mein Name ist Christina Panova, ich bin 13 Jahre alt. Ich spiele Geige, seitdem ich 5 Jahre alt bin und ich lebe mit einer Familie in Wien. Meine Mutter hat schon von Anfang an gemerkt, dass wir Spaß daran haben, uns zu präsentieren, Shows zu machen und auch weiterhin mit der Geige. Und deswegen hat sie sich gedacht, sie dokumentiert dann viele Sachen und nimmt das einfach auf, damit wir Erinnerungen haben und dann in Archiv uns später anschauen können. Einzige Sache, auf der zweiten Seite, dieser Lauf, der ist nicht so schwer. Da sind nicht alle Noten immer dabei, wenn du spielst. Das Einzige, wo ich sage, okay, das ist schade, weil sonst spielst du so toll. Ich liebe meine Schwester über alles. Sie ist wirklich ein sehr ehrgeiziger und sehr fleißiger Mensch, aber auch sehr liebevoll und loyal. Also sie würde wirklich alles für ihre Freunde und Familie tun. Ihre Umarmungen, vor allem vor dem Auftreten, geben mir immer sehr viel Energie, auch für den Auftritt. Ich spiele das Stück, den ungarischen Tanz Nummer 5 von Brahms. Und tatsächlich wurde die Geige gebaut, bevor er überhaupt geboren ist, also schon sehr, sehr alt. Das ist ein sehr, sehr temperamentvolles Stück. Also ich könnte auf jeden Fall beim Stück einfach aufstehen und anfangen zu tanzen, was auch tatsächlich eigentlich mein Ziel ist, so fürs Publikum, dass ich das so weitergeben kann, dass das Publikum dann auch den Drang hat, aufzustehen und zu tanzen. So, eine Tasse Mehl. Also die perfekten Zutaten für goldene Note sind Spaß auf jeden Fall, Persönlichkeit und auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Christina, hat deine Schwester dich schon umarmt vor dem Auftritt? Ja, das hat sie tatsächlich gemacht. Ja, das gibt mir wirklich Energie. Das ist schön. Ich freue mich. Genieß deinen Auftritt. Mit der Liebe deiner Schwester kann nichts mehr schiefgehen. Dankeschön. Christina spielt für uns den ungarischen Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms. Thank you.
Christina, du hast uns erzählt, dass diese Geige ist älter als Johannes Brahms ist. Ja, das stimmt. Ja. Faszinierend, hat sich aber besser gehalten. Sag mal, wenn man sowas spielt, Johannes Brahms, das ist ein Mensch, den viele bereits nie kennengelernt haben, aber manche auch schon die meisten vergessen haben. Wenn man sowas spielt, interessiert man sich auch für die Menschen, die sowas komponiert haben? Natürlich, man möchte die Musik so weitergeben, wie Brahms, genau die Energie weitergeben, die Brahms sich dabei gedacht hat, als er das geschrieben hat. Natürlich will man das dann weitergeben an das Publikum. Spürst du diese Energie, wenn du diese Stücke spielst? Ja, ich bin komplett fasziniert von dem ganzen Orchester, von der Musik. Ich liebe die Musik und ich fühle es einfach. Wunderst du dich, dass es deinen Freunden nicht auch so geht? Siehst du dich als was ganz Besonderes, dass du diese Liebe zu diesem Instrument hast und dass du es eben auch technisch im Griff hast? Das ist ja unglaublich schwer. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie besonders von den anderen Kindern, aber ich, also wie gesagt, ich liebe wirklich die Musik und das ist meine Leidenschaft und ja. Ich glaube, Leidenschaft ist auch für euch das richtige Stichwort. Musik und Leidenschaft gehört einfach zusammen. Denn rechnen tut sich nichts und der Stress, den Musiker haben, ist mit nichts vergleichbar. Stimmt, absolut. Also Johannes Brahms war ja sehr, sehr oft unglücklich verliebt. Und man merkt hier, vor allem in seiner Wiener Zeit, und man merkt hier, als er das geschrieben hat, war wahrscheinlich in einer Ungarin wieder großartig verliebt. Ja. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie beherzt du an die Sache rangegangen bist. Ja. Schon die ersten Akkorde wusste man, ah, sie weiß, was sie tut. Ja. Dankeschön. Ich fand's toll. Also wenn kleinere Menschen sozusagen große Emotionen aus sich viel stärker manchmal ausdrücken können als die schüchterne Erwachsene, ist es einfach zauberhaft. Bravo. Vielen Dank. Das toll gesagt, Ekaterina, als Fachfrau für Geige. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, dass du beherrschst total diese Stücke. Und ich mag einfach Brahms, diese Leidenschaft, seine Emotionen. Das ist immer widersprüchlich. Und du hast das genauso, wie das sein sollte, gestaltet. Also einfach bravissimo. Dankeschön, wirklich, danke. Dankeschön, du warst sozusagen das Tüpfelchen auf dem i. Jetzt haben wir alle Künstler gesehen. Und Leona,